Hallo Leute, ja, wir sind hier im anderen Lager. Ich habe noch ein bisschen was gemacht auf beiden Lagern. Was macht denn er da mit dem? Ach, der schläft hier auf dem Nest, okay. Ja, und dann war unser Ziel jetzt hier. Wie ihr seht, da habe ich auch so einen Tombat gehabt. Den habe ich hier auch noch freigelassen, weil hier war noch ein Arbeitsplatz ja über, weil wir hatten ja hier gelevelt, ne? Hier können wir mit 4 reparieren. Machen wir das mal gerade. Und Ziel ist es jetzt, dass wir die Schnellreise machen Richtung Brücke und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier den Azuro bekriegen, ne? Das machen wir nach dem Logo, ja, nach dem Logo auf dem Großbildschirm. Ja, komm hier schon, zack. Ah, noch nicht mal getroffen, so ein Shit. Da muss noch irgendwo einer sein. Wo ist der letzte? Und mit denen habe ich gerade nichts am Hut, glaube ich, ne? Oder? Die schießen sich gegenseitig oder sehe ich das? Irgendwelche Söldner sind das? Stämmiger Söldner. Können wir mit denen sprechen? Nee. Und mit dir sprechen? Auch nicht. Okay, das heißt, wir schauen mal, warte mal, können wir hier noch was aufheben? Bestimmt. Weil das ist ja vielleicht wertvoll, so ein paar Sphären zu kriegen. Und jetzt müsste da hinten ja die Azurrobe sein, ne? Oder wie die auch immer heißt. Ist die da im Wasser oder wie ist die? Bitte Karte. Okay. Ich weiß nicht, ist das Wasser nicht so tief? Kann das sein? Mal schauen. Ja, man kann hier wohl drinnen laufen, ne? Die haben alle ein Fragezeichen im Kopf. Ich glaube, die kenne ich noch nicht, ne? Die Viecher, oder? Das ist da hinten die 17er dann? Okay, da ist es. Ja. Die Herren des Sees. 1700. Kann ich den da rausholen? Nee, ah. Ah, doch, da ist er ja. So, wollen wir da mal? Komm, wir wollen mal, ne? Jetzt haben wir noch keinen abgekriegt und ihm geht es auch noch relativ gut, ne? Oh, das sieht gerade gut aus, finde ich. Das war jetzt gerade nicht so ein toller Treffer. Aber das müsste machbar sein, ne, oder? Ah, ich muss nur aufpassen, dass sie mich nicht trifft, ne? Das wäre auch vielleicht wichtig. Oh, keine Ahnung, was das für Kugeln sind. Ah, schon besiegt. Wunderbar. Sehr gut. Du kannst hier rein. Und dann gucken wir, ob es hier was gibt, was wir mitnehmen können. Dann muss es ja eigentlich geben, oder? Da sind Lootsäcke. Drachenkugeln habe ich zwei gekriegt. Eben gekriegt oder nicht, das weiß ich nicht. Sieht jetzt auf jeden Fall gut aus. Ah, jetzt ist es wieder geklappt mit dem Dingens. Mit dem nicht schießen, ne? Ja, es hat keinen Sinn, ich muss hier weg. Das wird sonst bremslich für mich. Ist da hinten so ein Dingens? Spawnpunkt? Ne, ist ein Lager. Okay, das ist nicht so gut. Ein Lager kann ich jetzt nicht gebrauchen.
Habe ich denn hier irgendwo auf der Karte einen Punkt, wo ich hin? Na doch, beim Lager ist auch so ein. Schön hier mit den Blumen. Das sind Dinge, sag schon, Lupinen, glaube ich, oder? Da ist der Punkt. Gucken wir doch, dass wir den erstmal erreichen, ne? Dass die hier auch noch einmal so rumlaufen. Okay, der hat Level 13 tatsächlich. Und einen Tenoli-Punkt hältst du da auch noch durch. Krass. Und hier haben wir jetzt eine Kiste. Bambusklamm, okay. Goldmünz, Megasphäre, Silberschlüssel. Da waren irgendwelche Kühe gerade eben, oder was waren das? Sah auf jeden Fall so aus, ne? So gefleckt. So, Mozzarina. Milch ergießt sich aus diesem Pal. Okay, Erstfangbonus hatten wir auch. Läuft. Hat geklappt, aber wir haben nur noch 185 Punkte auf der Karte. Das ist schon mal schlecht, ne? Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir gerade ein bisschen Eisen noch mit. Und dann, da war so eine Stelle, wo wir es kriegen. Und dann gucken wir, was die uns alle so gebracht haben, die wir jetzt gefangen haben. Sind wir doch ganz schön angeschlagen, ne? So, Windstiegelhügel. Jetzt gucken wir erstmal hier rein, was wir gefangen haben. Das müssen ja die letzten hier sein, die Kühe. 40, 35 ist der Schlammschuss und der Powerschuss ist jetzt nichts Dolles. Hätte ich mit mehr gerechnet. Und ist einfach nur ein Weidetier, was uns wahrscheinlich Milch gibt. Kelpsea 30, 30 ist auch nichts Dolles und gießt auch nur Wasser. Bringt uns also auch nicht so wirklich. Und Capriti haben wir schon gehabt. Ja, das war jetzt ein Satz mit X. Das war nichts, würde ich jetzt sagen. Ne? Ach so, den können wir hier mal wieder reinholen. Das war nichts. Kann ich den jetzt hier, diesen Caprita, da reinschmeißen und ich kriege dann Milch? Das wäre das Einzigste, ne? Hier haben wir jetzt zurzeit. Na, rote Beeren waren das. Hier sind Eier werden gelegt, aber auch nicht so doll an das mit den Eiern, ne? Obwohl, ne, die holen sie ja immer regelmäßig weg. Lass uns nochmal gucken, wen wir da drin haben. Pals im Lager, ne? Er macht hier einen Bergbau. Er macht zwei Bergbau. Das heißt, den würde ich jetzt schon mal wegmachen, glaube. Lass uns mal ihn hier tauschen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Kuh ist. Ach, ist schon da ins Lager gegangen. Ich gehe von aus, dass wir da jetzt Milch kriegen. Und dann können wir kochen. Das ist, glaube ich, gut. Der ist da hinten am Arbeiten, okay. Den habe ich doch nicht wieder reingeholt, aber das macht er ja auch prima. Gut. Ja, ist ja prima. Wer sitzt da drin? Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Rüstung halte machen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir. Und Metallbahn fehlt uns einer. Aber wir haben Eisen mitgebracht, das heißt, wir können hier erstmal was anschmeißen. Das ist nicht viel, aber etwas. Aber Nägel können wir auch ein paar machen. Okay, machen wir nur die. Mehr geht nicht. Wie sieht es hier mit Essen aus? Die haben noch Toast tatsächlich. Oh, und da haben wir Milch. Das erste Mal Milch oder was?
Aber da drinnen wäre die Milch jetzt irgendwie nicht so. Ach, guck mal, wir haben tatsächlich auch schon zwei selber. Lass uns mal nach Rezepten gucken. Ich gehe von aus, da kann man was Schönes draus kochen. Heiße Milch. Naja, ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Mozzarella-Steaks können wir auch machen. Und Kelbsiya Barbecue. Machen wir erstmal die Milch und gucken, was dabei rumkommt. Ist hier was fertig? Nein. Was ist das? Ein Stein. Super. Gut geklappt, das Aufheben, ne? Alter Bogen. Dreischussbogen. Armbrust. Feuerarmbrust. Wir hatten auch schon mal eine bessere Armbrust, aber wo die ist, weiß ich auch nicht. Es ist Schlafenzeit, okay. Haben wir noch Palsphären? Ich glaube ja. Für ihn ja. Doch nicht. Ich dachte. Gut, das heißt, wir gehen auch erstmal pennen. Kurz da einmal rein, damit es wieder hell wird. So. Okay, wir können aber erstmal was rumräumen noch. Das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Ah, hier haben wir noch Palsaft. Der ist hier aber falsch. Was ist das denn? Seltene Drachenkugel. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Okay. Den Stoff können wir hier lassen. Stein ist jetzt nicht hier drin, leider. Was kann denn hier noch bleiben? Die Palsaft ist auch nicht hier drin. Hier ist der Palsaft drin. Und sonst ist hier nichts drin. Andere Kiste. Da nehmen wir mal ein Ei raus, weil ich glaube, wir können das auch tauschen. Hier diese vier antiken Bauteile, da brauchen wir noch ein paar mehr für die Laterne, ne? Hatte ich letztens irgendwann mal geguckt. Gut. Hier nochmal reingeschaut. Man schmeißt das Ei da rein und die Beeren auch gerade. Obwohl, die können auch in den Futtertrog rein, mache ich lieber da rein. Dann sind sie passend. Dieses kann hier noch erstmal rein, die Drachenkugeln. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Okay, was mit Essen? Keiner die Milch gemacht. Ach, hier ist gar nichts drin. Dann lass uns das machen. Da geht nur einmal Kelbsa Barbecue, okay. Okay, die Milch wird gerade gemacht. Hier einmal das Ei rein. Und die Beeren auch da rein. Boah, 2314 Beeren. Verhungern tut hier keiner mehr. Das ist passend. Achso, da haben wir nochmal Essen. Aber wir gucken mal gerade nach dem Dingens. Achso, letztes Mal hatte ich, habe ich das erzählt, auch nach 4 Minuten dauert das. Letztes Mal hatte ich da einen anderen rausgewonnen, der jetzt hier für ein paar Fuchspal da ist, ne? Ah, du bist auch der Hit-Doku. Hier ist jetzt nichts. Haben wir schon Barren fertig? Die Nägel sind auf jeden Fall fertig. Barren sind schon 10 fertig. Da können wir bestimmt schon was reparieren, weil ich glaube, das ist wichtig. Da fehlt uns Leder. Das können wir schon reparieren. Das reparieren wir auch. Und die Machete, Muskete können wir auch reparieren. Fehlt jetzt nur hier das Leder für. Okay, wie sieht's aus? Die Milch ist fertig. Gucken wir uns doch mal die Milch an. Und da können wir noch was hier reinmachen. Das war hier das Mozzarella Steak. 5 Stück an der Zahl. Geht was ab hier? Hier, der da rechts, ne? Der Steinbock oder was das auch immer ist, hier mit dem Feuer. Der ist der, den ich ausgetauscht habe. Der ist richtig cool wohl.
So, was macht die Milch? Nichts Besonderes. Also, zack, könnt ihr hier mal austrinken. Also, das war jetzt nichts Besonderes. Die einfache Milch wird halt mit einem Geil gemacht, wenn Feuer drunter kommt. Mehr auch nicht. Das Toastbrot ist weg, ne? Gut, die Nägel, die Eier. Ja, hau du mal weiter. Steak ist fertig, das Kebab ist fertig. Das können wir uns jetzt mal angucken. So, das Kebab. Für uns ist es gut, aber sonst ist es, kannst du es vergessen. Das sind 60, das andere sind 50. Da können wir gerade mal reingucken, was ist mit dem? Ja, ist auch wieder für uns gut und sonst nichts. Weil nur ein Wert da dran war, ne? Gut, kurz mal V gucken. Baugenerator, Baupalsphäre und Fließbandwerk, das können wir alles noch nicht. Gut, Palbox bringt uns jetzt auch nichts weiter, glaube, ne? Dieser hier hat man schon geguckt, der bringt auch nichts. Sind hier welche? Er kann hier zweimal Capriti kann zweimal Seen machen. Er kann Kühlschrank machen und gleichzeitig pflanzen oder so. Ja. Da hat man noch einen. Der Kelpsea ist das. Aber der kann auch nur Wasser machen. Er kann schon mal zwei abbauen. Ja, man müsste das mal gucken, ne? Er kann pflanzen und wer war das, der andere? Ach, Pflanzen und Eis. Nee, das bringt noch nichts. Das kann man alles so lassen, glaube ich. Gut. Was machen wir dann? Pause. Ne? Die Kuh bringt es mit der Milch. Ja, ist erstmal so. Hier war auch nichts mehr im Auftrag. Wir können gerade nochmal nach dem Ei gucken, aber ich will keinen einzigen Stein, wenn es geht, aufsammeln. Das Ei ist fertig. Nicht ganz. Komm, die 19 Sekunden haben wir gerade noch Zeit. Da ist eine Schere fertig, die nehmen wir mal. Ach, ich kann die selber arbeiten. Okay. Dann machen wir das mal gerade, während die 8 Sekunden dann noch runterlaufen. So, jetzt ist das Ei fertig. Die nehmen wir mal mit und dann brüten wir das Ei mal gerade aus. Feuchtes Jumbo-Ei. Ein Peking, okay. Und ich hatte dieses Ei mitgebracht zum Reinsetzen. Okay. Das braucht 6,5 Minuten, also. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.